Hallo ihr Lieben, es ist Freitagabend und gleich werde ich aufbauen und die letzten Vorbereitungen treffen für das kommende Wochenende. Also morgen und übermorgen sind meine Astrologie-Schülerinnen da. Die Gruppe hat sich auch noch etwas vergrößert. Es sind noch zwei mehr dazugekommen. Es gab auch noch weitere Anfragen, aber ich musste dann die Gruppe schließen, weil ich niemals mit zu viele Menschen arbeiten möchte. Also so 7 ist die oberste Grenze, weil ich keinen Frontalunterricht mache, sondern sehr individuell und sehr einzeln und in einer kleinen Gruppe arbeite. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn zu viele Menschen da sind, weil ich nicht mehr auf jeden Einzelnen eingehen kann. Der Unterricht ist tatsächlich sehr tief und sehr intensiv und sehr persönlich. Und auch diese kleine Gruppe, die kommt sich doch im Laufe von 2 bis 3 Jahren nahe. Ja, ich freue mich auf morgen. Wir werden morgen das Thema Aszendent, Sonne und Mond durchnehmen. Und das ist sowas ganz Fundamentales, was zu den Basics gehört, wie Sonne, Mond und Aszendent gedeutet werden und wie die drei in einer interessanten Dynamik zusammenarbeiten. Und jede dieser drei Horoskopkomponenten hat eine ganz, ganz wichtige Rolle und kann ohne die anderen gar nicht. Das heißt, jede Komponente braucht die andere. Naja, das werden wir dann morgen und übermorgen uns ganz genau angucken. Das ist auch sowas wie Vater, Mutter, Kind, also diese Dreiheit, Sonne, Mond, Aszendent. Und mehr möchte ich nicht verraten, auch für die von meiner Astrologie-Schule, die jetzt vielleicht zuhören. Morgen spätestens werdet ihr es erfahren. Wir werden morgen ganz schöne, tolle Übungen machen. Ansonsten habe ich heute noch mal Plätzchen gebacken. Meine Klienten bekommen alle ein paar Kekse von mir zu Weihnachten. Das finde ich auch schön. Das ist so ein kleiner Liebesdienst, winzig kleiner, aber mit lieben Gedanken, die reingebacken sind. Ich hatte heute auch noch mal eine tolle Therapiestunde, gestern Abend auch. Und das Jahr geht insgesamt ja dem Ende entgegen mit schnellen Schritten. Es ist nur noch eine Woche bis Weihnachten und dann habe ich Urlaub. Und diese Woche ist auch noch sehr, sehr vollgepackt. So voll, dass ich inzwischen auch schon Absagen erteilen muss. Das war früher nicht so. Das hat sich sehr, sehr positiv verändert bei mir. Ich merke, ich bin gewollt. Meine Dienste werden wirklich in Anspruch genommen und das freut mich auch sehr und zwar in allem. Ich habe auch nächste Woche noch 2 Horoskopberatungen. Also es wird alles gebucht. Horoskopberatungen, Astrologieausbildung voll. Ne? Die Astro 13, die Gruppe ist voll. Es melden sich auch schon welche für Astro 14. Toll. Also wenn da drei oder mindestens 3 oder 4 da sind, werde ich sogar noch eine Parallelgruppe noch dazu nehmen. Und es ist auch mit Klienten sehr schön, dass Klienten da sind bei mir und zu mir kommen als Therapeutin, die wirklich an sich arbeiten und an sich arbeiten wollen. Also die wirklich richtig ja, die sich öffnen und die mitmachen und die auch was mit nach Hause nehmen und das umsetzen. Und das ist wunderschön. Schauspielunterricht, dasselbe. Also meine Schüler sind jetzt auch so weit, dass ich sie wirklich getrost in die Prüfungen schicken kann. Bin sehr gespannt, wer wohin geht. Und ja, alles ist in trockenen Tüchern, macht riesig Spaß. Ich wünsche euch auch viel Erfolg, ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Alles Liebe. Tschüss.